Herzlich willkommen zur 42. Folge Faktorie Pyrnodon mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Also wir brauchen definitiv das Kupfer da unten. Ich hoffe, wir haben. Warte mal, wie werden denn diese Leiterdinger da unten produziert? Wo ist denn das jetzt gewesen da unten? Solche Geschichten. Achso, da brauchst du Holz für, alles klar. Hauptproblem ist da aber immer noch das Kupferchen. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Wo drin wolltet man Oxygengas? Gas eigentlich in diesem Pi-Ding da. Okay, dann habe ich das Richtige, glaube ich, gesetzt. Definiere, ich habe das Richtige gesetzt. Ich habe das Pi-Gas-Ventil gesetzt, aber es fängt ja erst auf 20.000 an zu arbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, laut Bauplan. Das kann durchaus möglich sein, ja. Wo bist du denn da? Boah, ich gehe dann erstmal runter wegen Aliens und so. Viel Erfolg! Spannend. In einer halben Stunde bin ich dann auch da ungefähr. Okay. Ich stelle immer bloß auf dem Weg fest, das wollte ich eigentlich noch umbauen, das wollte ich eigentlich noch umbauen, das mache ich jetzt. Muss ich ungefähr irgendwie davor drücken können, nicht kämpfen zu müssen und zu sterben. So, dann bauen wir uns hier erstmal so ein. So einen kleinen Rückzugsort. Kommt mal, ihr Aliens. Bleib weg! Du hast festgestellt, dass du keinen Schaden machst mit den Dingern. Oh doch. Alles klar. Brauchst du jetzt doch keine Hilfe, oder wie? Also die sind gut, warte mal. Eventuell kannst du da bleiben. Jetzt sind da blaue Viecher. Okay, kannst runterkommen. Ich bin dann schon auf dem Weg. Wenn du runterkommst, brauche ich erst gerecht hier gar nicht mehr. Ich muss nur auf deine Höhe kommen. Hast du meine Moondrops versetzt? Welche?
Die, wo das Fließband durchläuft. Nee, die waren so. Achso, dann natürlich sogar extra sogar natürlich. Ich bin tot. Ja, setz mal welche Viecher, setz mal, setz mal, setz mal, setz. Ja, toll. Alter. Okay, das hat sich erledigt gerade. Du meinst, der Punkt, die Viecher down zu machen, weil wir die blauen Viecher nicht down kriegen? Ja. Lauf da lieber ganz schnell weg. Ich muss jetzt meine Leichenräume wieder kriegen. Wenn ich jetzt wüsste, wo mein Leiche ist. Weißt du, wo mein Leiche ist? Nee. Ich weiß aber, dass ich den blauen Viecher definitiv keinen Schaden mache. Da brauchen wir schon ein paar mehr, glaube ich. Da bringt ein paar mehr auch nicht. Ich hatte 30 Türme da gerade eben stehen. Ich wurde getötet. Ach, da auf dem Kupferfeld wurde ich getötet. Na toll. Das müssten wir erstmal wissen. Wir machen absolut keinen Schaden an den blauen Viechern, ne? Ja, du hast, glaube ich, ein halbes blaues Viech runterbekommen. Ich habe eins getötet, siehst du da. Oh. Aber nachdem die auch ungefähr 300 Schuss auf das Ding geschossen haben. Und da vorne habe ich auch ein paar blaue getötet, aber da waren auch gefühlt 30 Türme. Okay, andere Möglichkeiten an Erz ranzukommen. An Kupfererz. Da kommen wir nicht ran, da kommen wir nicht ran, da kommen wir Ich nicht sag's mal ran. so, rein theoretisch gesehen, das mit den zwei Würmern, die oben drüber sind, die wir wegmachen könnten und dann halt außenrum Moondrops. Andere Option sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, wir brauchen Kupfer, ansonsten kommen wir jetzt überhaupt nicht mehr voran. Es würden ja erstmal, Mal wieder na, 1000 Munition holen. Oder 3000. ja, bring mal mit. Ich sage mal so, es würden ja eigentlich theoretisch zwei Fließbänder Kupfer würden uns eigentlich vollkommen reichen, erstmal. Ein volles. Reicht ja schon fast. Bringst du noch Fließbänder mit? Klar, sonst noch irgendwas? Vielleicht 1 Million Euro oder... Ja, wenn du schon so fragst. Brauchst du auch noch vielleicht Erzförderer oder Nö. Strommästen? Ja, Strom ist mir noch nicht schlecht. Okay. Haben wir bloß keine. Okay.
Schöne ist, aufgrund von Strommangel bekommen wir jetzt immer weniger Strom, weil unsere Erzförderer nicht mehr schnell genug arbeiten, um das Fließband voll zu machen. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Bauen wir eigentlich Chromium ab? Damit wir das scheiß Synthesegas verbrauchen. Ach so, das ist zum Verbrauch einfach nur, okay. Das ist einfach nur zum Verbrauchen, genau. Wir brauchen es halt nicht, aber wir müssen das Synthesegas verbrauchen. Okay. Oh, aus Chrom bauen wir die Bohrköpfe. Sehr gut. Verarbeiten bitte. Können wir nicht, haben die Re Rezeptur dafür noch nicht. Echt jetzt? Man baut aus Chromium die Chromium-Mine? So, ich brauche hier unten nur Strom eigentlich. Hast du denn genug Dinger dabei? Was? Moondrops? 25. Wie viele Erzförderer stehen denn am Ende auf dem Feld? Sage ich dir sofort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 23. 41. Okay. Also Also 400, die machen 35, ne? ja. Wir bräuchten 12, grob gesagt, also 11,7, Ja, und um die 50, Umweltverschmutzung wegzumachen komplett. 25 habe ich. Was bringt uns jetzt mehr Kupfer für mehr Strom? Um Strom kümmere ich mich gleich, weil du hast ja dann doch nicht die Dings da oben leer gemacht. Oder hast du die leer gemacht gehabt? Was habe ich leer gemacht? Was ich dir gesagt hatte in der letzten Folge, wenn du da oben schon bist, dass du mal ganz schnell hier oben einfach mal kurz die Gasventile wieder abreißt. Nö, weil du meinst, du läufst da, musst da eh hin. Aber dann haben wir wieder Strom. Was hast du da 12, ne? Gesagt 12, ja. 12. Das Schöne ist, du darfst dann auch noch eine Rohrleitung von da hinten bis zu unserer Basis legen, ne? Bis zu den anderen Moondrops in der 4, Basis. 5, 6, 7. Und eine Rohrleitung vom Wasser dahin. 8, 9, 10, 11, 12. Ich ignoriere dich einfach. Okay. Brauchst du einfach noch Rohre dann? Ich ignoriere dich einfach. Oh Mann, ey. Unter Umständen bräuchte ich noch ein paar Rohre. Ignoriere dich. So, und ja, Stromleitung habe ich auch nicht mehr. Tragisch. Was kann ich denn mit dem Methan sonst noch so kurzfristig so vor Ort hier machen? Wahrscheinlich gar nichts. Vor Ort gar nichts. Also, du wolltest jetzt Glasworks da unten aufstellen. Ach, Glasworks, okay, ja.
natürlich die Gasworks. Wenn wir jetzt hier zufällig noch nebenan noch Dings haben. Ach komm. Noch zufällig hier Kristalle, auch nicht nur Zinn, Eisen, Modellen. Ach doch, nee, das ist Borax. Die Lücke war da übrigens, weil da Wasser im Weg war, so ein kleines 4x4 oder 2x2 Ding. Und ich deshalb nicht dahin kam, wo ich hin wollte und da kein zweites Ding hinbauen konnte. Macht Sinn. Ich will kein Lenz laden. Jetzt habe ich natürlich auch keine Pumpe dabei, ne? Ja, das ist auch typisch, ja. Aber du könntest theoretisch Strom auf der Leitung haben, wenn ich es anschließen würde, aber dann haben wir halt Umweltverschmutzung und sonst was da. Ja, nee. Kannst aber anschließen. Ich mache hier unten die Leitung weg. Obwohl, nee, ist ja auch egal. Ich lasse die Leitung hier unten, dann können wir sie wenigstens so anmachen. Na gut, ich muss jetzt erstmal hochkommen. Fließbänder, ich brauche. Was ist das eigentlich hier? Warum habe ich eigentlich botanische Gärten im Winter? Glückwunsch, wir haben keinen Strom mehr. Ja, kümmere ich mich jetzt so. Ich bin gleich da. Weil du Holz aufgebaut hast, vermutlich. Die waren im botanischen Garten. Na gut. Ja. Glaube ich. Echt? Ich weiß es nicht, ich glaube es aber. Keine Ahnung. Echt jetzt? Mann. Das war's. Das war's. Mit meinen Fließbändern. Ach so. Keine Fließbänder mehr. So, jetzt habe ich nicht die Hälfte vergessen. Ich brauche Fließbänder. Was brauchte ich noch? Oh, mit einer Wasserpumpe. Untergrundrohre, normale Rohre. Bestimmt eine Gewässerpumpe. Die wir nicht bauen können. Aufgrund von keinen Leiterplatten mehr. Da musst du wohl die Gewässerpumpe mal mit Winter annehmen.
schon leicht belastend hier. So, Gewässerpumpe, das. Strom, das, das, das. Achso, ja, und. Fließwände. Hast du alle Fließwände hier rausgenommen? Nein. Okay. Wir hatten bloß keinen Strom zu produzieren. Macht Sinn. Keine Fließbänder mehr. Und dann bis da, 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 da. Okay, das ist alles dran. Wie viele Fließbänder brauchen wir noch? 2.000, 3.000? Da. Oh, ich glaube, die Fließbänder sind verbunden. Ja, Fließbänder sind dran. So, Gewässerpumpe, das. Hattest du die Leitung schon bis nach ganz oben gesetzt? Welche? Strom oder Wasser? Oder beides. Ja. Oder bist du da alles drei? Also Strom, Wasser und Methan ist unten. Wasser fehlt halt noch die Pumpe. Aber die Leitung bis zum Wasser steht ja. Okay, das heißt, ich brauche jetzt nur die Pumpe und dann. Dann passt das. Richtig. Kannst du unten mal einen Strommast abknapsen? Ja, Sekunde. Ist. Ja, Sekunde, ich habe vergessen, eventuell Strommast zu nehmen. Ich muss ganz kurz das Stromessen machen. Echt jetzt? Unter Umständen, ja. Wir hätten vielleicht noch mal ein drittes Fließband legen sollen, so mit Laufrichtung nach da unten. Kannst auch einmal schräg laufen, hast du kürzeren Weg. Ja, mache ich ja. Nee, das ist nicht schräg gelaufen. Na gut, dauert jetzt eh noch ungefähr so 20 Minuten, bis ich dann da unten bin.
Aber es ist das Ende der Folge. Schon wieder? Ja. Na gut, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.